So, herzlich willkommen zurück zu Das dunkelste Stunde Anwesen. Wir haben das letzte Mal diesen Propheten besiegt, wollten hier weitermachen. In der Meereshöhle, mittlere Länge. Und natürlich für die eher niedrig gelevelten. Im Prinzip könnten wir für so. Ich bin am Überlegen, ob ich die rauswerf. Ich glaube ja. Ist noch nicht mal wegen dem Blutfluch halt, weil die nehme ich jetzt halt einfach nicht mehr mit, weil die wird mir halt jetzt einfach nur das Blut noch wegtrinken, was ich dann halt nur allein schon für den brauche, ne? Und deswegen. Ja. Send this one to journey elsewhere, for we have need of sterner stock. Genau. Und wer sich halt so leicht anstecken lässt, der hat halt Pech gehabt. Ist ja noch nicht mal so, dass ich allgemein die zum Beispiel nicht mitnehmen würde. Das Problem ist halt einfach immer, ja, Blut nimmt ja auch immer einen Slot weg und die machen dann teilweise so dämliche Aktionen, dass die halt zum Beispiel unseren hauen oder sowas. Und ehrlich, Let the das weapon tue ich mir halt nicht Ishlight an. be. Abhor the warding sigils. Let us claim this place anew. Ich hätte übrigens am besten eigentlich mal schauen können, was die anderen noch für Fähigkeiten haben. Ich wusste, glaube ich, dass sie am besten auch auf dieser Stelle Position ist, aber was er noch mal konnte, keine Ahnung. Dann gehen wir mal weiter. Okay. Ah ja. Genau. Genau. Ach, immer dieses Ausweichen. So. Perfekt. Obliterated. Grievous injury. Palpable fear. Jetzt können wir die Anklage machen. Ah, der macht aber nur einen Schaden, ne? Ja. Reihen wir mal direkt das Blut weg. Sehr schön. Wie schnell die immer sind. Okay, die haben Geschwindigkeit 6 und 5. Guck mal, die Leute sind einfach nur verdammt langsam. Confidence surges as the enemy crumbles. So. Their formation is broken. Konnten wir zumindest noch einen Heal rauskriegen. Wir haben da jetzt schon Fratzen. Wir haben da jetzt schon wieder ein Problem damit, alle Sachen mitzunehmen. Packs laden with loot. Are often low on supplies. So, weiter geht's. Okay. Kommen wir direkt erstmal einen Gifthauch drauf. Bisschen Blutungseffekt. So, noch eine Schwächung. Aber er muss. Genau, perfekt. Beide sind sogar tot. Zack. Unforeseen.
unforgiving. Der ist auch tot. Her death by inches. Dann heilen wir nochmal. Und tschüss. Slowly, gently. This is how a life is taken. Ja, hier lohnt einfach gar nicht, erkundet zu haben. Dieser kleine Weg. Da brauchen wir nicht dran zu gehen. Da vergiften sich unsere Leute eher. Oh. Finding the stuff is only the first test. So, was werfen wir als nächstes weg? Die Hundeknochen. Die sind zwar eigentlich ganz gut, aber... toll. Das Wasser ist verseucht. Verdammt. Immerhin widerstanden. Der Hundeknochen ist eigentlich ganz gut, aber ich glaube, ich benutze ihn dafür zu selten einfach nur. Ist noch nicht mal so, keine Ahnung, dass ich nicht weiß, wann ich den einsetzen soll. So am besten eher so... Ich vergesse das halt. Decimated. So. Zwei down. Zwei recht gut angeschwächt. Bin ich zufrieden mit, würde ich sagen. Ja, der schützt den jetzt. Soll er doch machen. Ganz ehrlich, dann wird er halt vergiftet. Und zum Bluten gebracht. Ich meine, wer nicht hören will, muss fühlen. Und der Typ hinter ihm kriegt trotzdem Schaden. Boah, das wäre voll geil gewesen, weil der hat ja so eine Zufallschance. Hätte der jetzt einfach den hier gekillt. Ja, und das ist sein Ende. Ah, noch gut abgewehrt. Mal langsam. Hier, den heilen wir mal. Und beide tot. Destroy them all. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Okay, nice. Aber einen Questort haben wir noch nicht gesehen, ne? Curious is the trapmaker's art. His efficacy unwitnessed by his. Wir müssen auch Schutzsteine aktivieren. Oh, da habe ich vergessen, die Fackeln zu aktivieren. Ah, immerhin ausgewichen. Aber er, der dahinter auch. Also, fast gleich auf. Ja, der eine Schade. Der eine Schaden. Ist jetzt nicht so schlimm. Den wir jetzt vom Bluten stetig bekommen, aber. Ich meine. Dafür ist er tot. Und er jetzt auch. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Nur noch der Brigand. Ah, vier Leben hatte er noch. Bitte nicht so viel Stress. Das macht keinen Schaden, oder?
Ah, doch. War gerade überlegen, aber dass dieses, was den anderen betäubt, macht, glaube ich, keinen Schaden. Ne, ich kann nichts wegwerfen. Ich glaube, ich schlage hier mein Lager auf. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. So. Einmal allgemein gucken, was unsere Leute haben. Dann machen wir auf jeden Fall schon mal das hier. Ach, das war dumm. 2, 1. So. Dann hoffe ich doch mal, dass wir jetzt nicht... Nee. Sehr gut. A blazing star is born. Schutzstein haben wir immer noch nicht gefunden, wollte ich nur mal angemerkt haben. Zirbeldrüse. Sie strahlt ein übernatürliches Licht aus, mit dem Schutzsteine aktiviert werden können. Kuriosität, Kuriosität. Müssen da aber leider hoch. Na, nicht mal wegen den Kuriositäten halt hier oder so, sondern halt, weil ja immer noch hier dann der Questpunkt sein kann. So, das Vieh ist auf jeden Fall nächste Runde down. Da brauche ich halt tatsächlich gar nicht mehr drauf gehen. Perfekt. Zack. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ah, da muss ich wahrscheinlich dann mit Verbandszeug dran gehen. Damit wir uns keine hässliche Wunde zuziehen. Das wäre jetzt voll witzig, wäre jetzt hier der Schutzstein, also halt hier die letzten beiden, hier ist jetzt zum Beispiel einer, und dann hier auch noch ein Schutzstein, dass wir einfach nur diesen Weg hier lang laufen hätten müssen. Wäre mega witzig, dann hier einfach unten lang gehen und sagen, ja, hier oben ist schon keiner und da sind dann alle. Okay. Sie kann immer noch dieselbe Fähigkeit wie immer machen, einfach allen wieder Gift verpassen. Ja, tatsächlich läuft das doch jetzt derzeit ganz gut. Das war natürlich schade, dass wir den dahinter gekrittet haben. Tatsächlich läuft das besser, als ich erwartet habe. Machen wir nochmal hier das Licht heller. Auch wenn es nicht viel ist.
success so clearly in view? Or is it merely a trick of the light? Enthält kostbare Gegenstände. So, und dann... Ja, müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Aber das wäre, denke ich mal, auch gar kein Problem. Klar, Licht geht runter. Stress hält sich zum Glück auch noch im Grenzen. Bei ihm konnten wir das wieder ein bisschen handeln. Ja, Einladungen will ich derzeit noch nicht sammeln. Jetzt kommt gleich wieder der nächste Kampf. So, fangen wir direkt schon mal an, indem wir denen die Präzision nehmen. Aber treffen tun sie dann natürlich trotzdem. Sonst hätten sie nicht getroffen, das sage ich euch. Wenn wir deren 90% oder was auch immer Prozent gelassen hätten, hätten alle daneben geschossen. Okay, der ist nächste Runde auch down. Das bedeutet, wir können uns jetzt wieder nur auf den Peitschen-Heini fokussieren. Hier. Sagt er. Ja, das ist sein Ende. Monstrous size has no intrinsic merit. Unless. Ich bin ja gespannt, wenn wir quasi. Ach, Idiot. Wenn wir in quasi dieses Endgebiet, das der dunkelste Dungeon heißt, glaube ich, wann wir da reingehen können, also im Prinzip, wann wir uns bereit fühlen oder wie auch immer. Also ich würde sagen, spätestens, wenn wir alle anderen Bosse besiegt haben. Ich weiß gar nicht, ob man da so jetzt derzeit reingehen kann. Ich könnte ja mal theoretisch mal so eine Spaßfolge machen, indem wir Level 1er oder 0er da reinschicken und einfach in den Tod reinrennen lassen. Aber einfach nur mal, um zu gucken. Ich meine, warum nicht, ne? Also, ich weiß theoretisch, warum nicht, aber wäre doch bestimmt mal interessant, so zu sehen. Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, wie das da nochmal abgelaufen ist. So, die ist down. Oh. Unser Typ wird auch down sein, wenn wir ihn nicht heilen. Also, am Rande des Todes. Der ist down. Da heilen wir ihn mal direkt. Ja, der ist eh down gewesen. Stimmt, sie kann gar nicht heilen. Das ist natürlich so semi-geil. Wenn ich jetzt mal daran denke. Alter, wie viele Schlüssel wir haben. Scheiß auf Porträts. Wer braucht die schon? So. Einmal gegenfuttern. Hätte natürlich theoretisch vorher auch futtern können, damit er jetzt nicht diesen Debuff drin hat. Eigentlich müsste doch ein Arzt das so aufmachen können. Natürlich nicht. Aber, weißt du, man zieht sich in der hässliche Wunde zu. Ja, okay, aber dann kannst du die auch wenigstens öffnen. So. Haben wir auf jeden Fall. Sonst gehen diese Quests teilweise auch echt schnell, also. Dass man da gar nicht lange dran sitzt. Aber diesmal mussten wir halt wirklich alles aufdecken. Sogar jetzt wirklich so gut wie alles, außer wenn es jetzt auf diesem Weg hier noch kommen sollte. Watch your step. Ja, pass auf, wo du hintrittst. Pass mal auf, wie du hier dein Anwesen hältst.
Tatsächlich, der letzte ist hier hinten. Der Stein leuchtet auf. Perfekt. ...9500 quasi und recht viele Wappen. Eigentlich ganz gut geendet. The frothing waters subside. The advantage is ours. Ja, das nächste Mal kriegen wir halt in Meereshöhle mehr EP. Nee. Gefallen mir alle nicht. A sharper sword, a stronger shield. Anything to prolong a soldier's life. Ach ja. Hier. Wo ist denn der Typ mit dem Bandwurm? Da. Und... So. Wie sieht's denn jetzt derzeit hier aus? Oh! Wir haben tatsächlich den Boss, die gesunkene Besatzung. Da schmeißen wir mal eben kurz alle raus. Und gucken mal nach. Wen hätten wir denn? Wir hätten wieder ihn... Im Prinzip könnten wir... Nee, das war aber nicht dieselbe, oder? Die haben halt beide den Blutfluch. Finde ich persönlich nicht so nice. Ach, ihn hatten wir dabei. Aber er hat sich anscheinend noch nicht erholt. Boah, da bin ich tatsächlich am Überlegen, ob wir uns nicht sie hier holen. Komm, wir holen uns sie. Those with a keen eye. So. Gold gleams like a dagger's point. Ja, ja, ist ja gut. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nahkampffähigkeiten, nee. Keine Grabräuberin-Sachen. Ziehen wir ihr halt ein bisschen Geschwindigkeit. Aber ansonsten so. So. Und dann nehmen wir sie noch mit. Wird zwar wieder hart. Aber wir haben es schon einmal geschafft. Wobei, diesmal könnten wir... theoretisch sogar noch jeden von denen verbessern. Kostet aber halt arsch viel. Und so viel Zeug kann ich, glaube ich, nicht mehr verkaufen. Also ich würde wohl das... brauche ich auch nicht. Ist noch ganz nett. Nee. Nee. Haben wir schon einmal. Auch wenn das recht selten ist, das oder halt noch selten angezeigt wird. Das brauchen wir nicht. Das kriegen wir bestimmt auch nochmal. Auch wenn ich gerade gesagt habe, nee. Ach komm, das kann weg. Das kann weg. So. So, und die Gilde, was sagt denn die Gilde dazu? Ja. Und die Lanze, ne? Ja. Ja, aber ihr können wir nicht. Ich hoffe, ich habe noch gleich über... Also, ich hoffe, ich habe überhaupt noch genug Geld.
Ja, aber ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein, wenn wir gegen die gesunkene Besatzung kämpfen. Ja, bis dahin. Bye bye.